weiter mit dem Part Nummer 14. Jetzt werde ich die Änderungen, die von mir erwünscht wurden. Erstens ist Grafikeinstellung Vollbild auf anzumachen. Und die zweite Einstellung ist bei den Geräuschen und die Geräusche Gesamtlautstärke runterzusetzen. Dann dürfte man nämlich mich besser hören und jetzt fange ich hier an, den Sand wegzumachen. Das kann einfach ein bisschen leckig sein. Oh, der Sand geht relativ schnell weg hier. Sonst werde ich die Grafikeinstellungen nur ein bisschen runterschrauben. Also die Sichtweite auf 5 Chunks zum Beispiel. Vielleicht hilft das, um ein paar mehr FPS zu haben. Das läuft nämlich schon direkt flüssiger. Das hilft also. Oh, so weit geht das dann hoch. Wow, dann hat die Landwelt noch runter. Na, wieder verletzt. Und dann setze ich die für die Pyramide und den Part 14, den ich jetzt hier auch nehme. Der ist jetzt auch ausschließlich für die. Für das Farmen von dem Sand gedacht. Indem wir den Sand farmen. Beziehungsweise da aus dem Sand dann Stein rausmachen. Den Sand kann ich nämlich auch wieder brauchen, um Sandstein zu machen. Dann nochmal ein bisschen Sand. Boah, das Sand hier. Da ist runtergefallen das Sand. Dann müssen wir das hier alles. In Part 14 ist jetzt auch dazu gedacht. Und damit ein bisschen Sand hier wegmachen. Ich muss ja eigentlich von oben nach unten mal runterarbeiten. Da ist auch noch ein bisschen Sand. Geht bis hier, wo ich das mache. Und wie voll ist mein Inventar? Passt sowieso nicht mehr viel rein. Werde ich also hier. So muss ich hier hochkommen. Jetzt hier muss ich sagen, immer ein Block runtergehen. Das war schon die erste Ebene. Die zweite Ebene kommt jetzt. Und die dritte Ebene. Das war es auch schon. Die vierte Ebene anfangs Sandstein. Dann der Sand. Die Nacht ist schon wieder fast rum. Und die fünfte Ebene. Anfangs Sand, dann Sandstein. Und dann Sand. Und dann nochmal mehr Sandstein. Ich habe noch zwei freie Slots im Inventar. Man sieht man den Mond schön untergehen. Schon die nächste Ebene, jetzt kommt die. Spitzhacke ist gleich weg. Zack. Halt wieder ein Slot mehr frei dadurch. Muss mich das hier nochmal losgraben. Da hinten verschwindet die Welt nämlich. Jetzt baut es sich wieder auf.
Sandstein, das ist aber jetzt letzte Ebene, die ich hier mache. Das hier ist die tiefste Ebene, die ich mache. Und da gehe ich nicht. Und jetzt wieder ein Slot frei. Ich habe jetzt noch 4 frei. Hier ist das frei. Verschwindet auf einmal alles. Merkwürdige Erscheinung im Hintergrund. Sandstein. Ich will mein Inventar noch voll kriegen. Und wie viel habe ich jetzt denn? Noch 3 Slots. Oder ich höre auch, wenn die Sachen, also Werkzeuge, die ich habe, aufgebraucht sind. Kohle ist da, die lasse ich aber in da drinne. Weil hier möchte ich später raus eine Mobfarm bauen hier. Da werde ich hier ein wenig umbauen zu einer Mobfarm. Dass ich hier feindliche Mobs farmen kann. Sand. Sandstein. Oh, mein Inventar ist fast voll. Außer dass die Hacke jetzt noch aufgeht. Dann hätte ich keine Spitzhacken mehr. Aber ich möchte die Schaufel, die ich hier noch habe, aufbrauchen. Dann habe ich hier noch eine Schaufel. Ich möchte die Schaufel noch aufbrauchen. Mal das alles freischaufeln. Eine Schaufel habe ich noch. Ne, da ist noch einer frei, also ein kompletter Sechs ist ja noch frei. Und ich werde den Part beenden, nachdem ich den Sand abgegraben habe. Den Sand zu nicht mehr abgraben.
Weil ich das sowieso nochmal lagern muss. Ich back das jetzt ein bisschen. Und es ist aufgebraucht. Inventar ist voll. Muss ich ja sowieso zurück. Mit vollem Inventar. Hier gehe ich jetzt in Ordnung ran. Hier werde ich einfach nur so weggegraben. Sieht jetzt hier unordentlicher aus. Und das heißt wahrscheinlich die Gegend drücken. Also dass sie gleich kollabieren. Ich muss das realistisch machen. Und eine harte Mauer bauen müsste, um ja, so hält. Und so schwebende Häuser können auch nicht halten. Und das schwebende Inseln gäbe es keine mehr. Und wir werden runterfallen. Und jetzt ab nach Hause und das einlagern. Ach, Verletzung. Worüber gejumpt. Ich tauche nochmal Wald auf. Ach, da reingefallen. Das ist hier eine Höhle. Soll ich noch mal hier eine Höhlenentdeckung machen? Die haben wir auch schon mal durchgegraben. Dann gleich zu Hause. Ich glaube, wir müssen uns eine Schienenstrecke nach da legen, wenn ich da einen Mob-Farm bauen möchte. Kann ich die Pyramide von hier aus sehen? Nein, von hier aus kann ich sie nicht sehen. Aber ich werde sie am nächsten Teil ab weiterbauen. Ich will sonst echt, also den Sandstein. Also jetzt haben wir sie aus dem Sand in den Sandstein machen. Ein Sand platzieren, so. Hier rein damit. Sandstein. Vielleicht kann ich den Sand auch noch umquarten. Sandstein, Sand, Sandstein, 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 Sand, Sandstein, Sand. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Das ist Sand, das ist alles Sand, das ist ein Sandstein, das ist Sand, das ist Sand, das ist Sand, das ist Sand, das ist ein Sandstein. Das sind diese 64er Stacks mit Sand hier in Sandstein umwandeln. Aus vier Sandstein Stacks, vier Sand Stacks kann man aus einem Sandstein Stack machen. Das mache ich hier dann noch auf noch Sandstein, deswegen da ist Sandstein. Da habe ich noch ein bisschen Sand. Ha, 64 Stacks. Und diesen einen Eisenerz. Diese eine ist natürlich zu wenig. Natürlich nur ein bisschen Kohle reinschmeißen. Diese eine Eisenerz ist zu wenig.
Hier ist kein Eisenerz. Oh, jetzt habe ich so viele Stacks. Die Kohle nehme ich hier noch mit hier. Oh, wieder 64 Stacks an Sandstein. Und damit möchte ich den Part beenden mit dem schönen Sonnenuntergang.